Ich bin Virginie Briand. Ich habe an der EBS BWL studiert und ich bin Partnerin bei Deloitte Consulting. Also nach meinem Studium an der EBS bin ich zu BMW gegangen, ins Marketing und war dort 8 Jahre knapp in verschiedenen Funktionen und habe mich dann entschieden, mich selbstständig zu machen und habe dann meine Agentur- und Kommunikationsberatung gegründet und hatte 14 Jahre meine eigene Firma und habe dann mich entschieden, noch mal einen weiteren Schritt zu gehen in die Unternehmensberatung und bin letztes Jahr zu Deloitte gekommen. Ich bin Partnerin und leite einen Bereich, der sich Creative Consulting nennt. Creative Consulting ist die Schnittstelle zwischen Strategie, Technologie und Kreativität, Kommunikation. In dem Bereich machen wir Markenthemen, Kommunikationsthemen und begleiten die großen Transformationen unserer Kunden. Was ist das Spannende an diesem Job? Ich glaube, dass ich mit so vielen klugen Leuten arbeiten darf. Das ist das Spannendste. Das ist natürlich ein echtes Powerhouse, was wir hier haben. Natürlich ganz andere Möglichkeiten, auch international, aber natürlich auch mehr Abstimmung. Also natürlich hatte ich vorher schon die alleinige Entscheidungsbefugnis. Jetzt muss ich mich mit anderen abstimmen. Mache ich aber gerne. Inwieweit ich ein Vorbild bin, vermag ich nicht zu sagen. Zum Teil kriege ich sehr schönes und offenes Feedback auch von jüngeren Kolleginnen in der Hinsicht. Was ich gerne vorlebe, ist, dass man beides haben kann tatsächlich, ja, und dass man eigentlich als Frau einfach mutig genug sein muss, sich auch verschiedene Rollen zuzutrauen und sich auch die entsprechende Unterstützung zu Hause mit dem Partner oder mit einer entsprechenden Infrastruktur bauen kann, um auch eine solche Karriere zu verfolgen. Ja, also ich liebe beide Rollen, ich will weder die eine noch die andere missen. Und wenn ich darin ein Vorbild sein kann für andere, bin ich das gerne. Also auf der einen Seite hat die EBS es ja geschafft, auch immer wieder spannende Führungspersönlichkeiten an die Uni zu bringen. Ich glaube, das hat mich relativ früh überhaupt in den Kontakt gebracht mit Führungspersönlichkeiten, zum einen. Zum anderen musste man ja immer wieder auch in diesen verschiedenen Initiativen auch selber Führung übernehmen. Ich glaube, das Wichtigste in dem Zusammenhang war, eine gewisse Ambition zu entwickeln, selber Führung zu übernehmen. Und die EBS hat mir eigentlich das Zutrauen ein Stück weit auch mitgegeben, dass ich das schaffen kann. Es gibt unterschiedliche Dinge, die dieses Studium besonders gemacht haben. Ich denke, einerseits ist es tatsächlich die Lage, die geografische, die ist speziell und die macht es für sich so, dass man sich sehr stark auch auf diesen Campus und dieses Studium konzentriert. Ein Stück weit natürlich das Internationale, das habe ich persönlich sehr geschätzt. Auch das Strukturierte, die starke Vernetzung. Ich komme im Gegensatz zu anderen nicht aus einem Unternehmerhaushalt oder aus einem Haushalt, wo der Vater oder die Mutter auch in der Wirtschaft gearbeitet haben. Und deswegen würde ich sagen, habe ich von der EBS auch in besonderem Maße profitieren können, weil sie mir andere Möglichkeiten gegeben hat, ja.